Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Ophelus Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich kannte den vorher auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe den von irgendwem auf Instagram zugeschickt bekommen und habe ihn mir dann einfach mal aus reiner Neugierde bestellt. Der kostet normalerweise 64,99 €, ist jetzt gerade runtergesetzt auf 59,99 € und soll einen Warenwert von 120 € beinhalten. Das ist jetzt nicht so der Ultra-Knaller, also den doppelten Warenwert da drin zu haben. Deswegen hoffe ich, dass wir hier wenigstens, Entschuldigung, mein Hintern ist eingeschlafen, Produkte drin haben, die durchaus brauchbar sind. Ne? Aber bevor ich lange rumquatsche, gucken wir einfach mal rein. Wen erinnert ihr auch an den Eco Verde Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Denn auch hier konnte ich jetzt einfach dieses Vieh entfernen, diese Pappe, und habe hier 24 Schublädchen. Uff, okay, es beginnt mit einem Füllprodukt in der Nummer 1. Praktisch von Body & Soul. Ich habe sowas auch immer bei mir in der Tasche. Das habe ich auch immer in der Handtasche dabei. Ja, es ist praktisch. Kann man nicht anders sagen. Aua, jetzt habe ich mich gekniffen. Wir haben einen Spiegel drin, wir können hier eine kleine Bürste raushauen und dann kann man sich zwischendurch kämmen. Aber einen Adventskalender mit einem Füllprodukt zu starten, finde ich irgendwie mau. Hat Ophelus irgendwas mit Müller zu tun? Denn hier habe ich von Aveo Professional eine Haarmaske, Haarspliss Protect, Spliss Schutz und Regeneration mit Avocado-Extrakt und Weizenprotein für strapaziertes und so Haar. Das finde ich ja sehr, sehr interessant, ne? Weil hier unten steht auch Müller drauf. Cool. Ja, dann kann ich mal was von Aveo ausprobieren. Wird auf jeden Fall bei mir bleiben. In der Nummer 3 haben wir etwas von Sans Souci dabei. Das ist ein kleines Typchen, Illuminating Pearl Anti-Age und Strahlkraft. Und das finde ich nett. Eine 24-Stunden-Pflege, reichhaltig. 15 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ja, da kann man auf jeden Fall mal Sans Souci ausprobieren. Ist das nicht auch eine Marke, die man im Müller findet? Sehr interessant. Dann habe ich hier in der Nummer 4 auch wieder von Müller. Ich glaube, das hat irgendwas mit Müller zu tun, aber Ophelus hieß www.ophelus.de. Ganz merkwürdig. Okay. Barfuß, Fußmaske, intensiv pflegende Sockenmaske mit Lavendel, Wellness pur für beanspruchte und müde Füße. Avocado und Panthenol ist auch mit dabei. Sowas finde ich schön. Och Mensch, das finde ich echt klasse. Ich glaube, die mache ich mir morgen Abend mal oder so. Und dann einfach mal so dicke Socken drüber ziehen, vom Kamin legen, abchillen. Geil. In der Nummer 5 haben wir von Essence ein Make-up-Sponge drin. Das finde ich nett, ne? Make-up in Baking-Sponge, kannst du nichts zu sagen. Die Essence-Schwämme, ja, kriegen wir auch ganz normal in den Essence-Theken. Und hier haben wir was von Essence drin. Ich muss demnächst einen Adventskalender oder ich möchte demnächst einen Adventskalender packen für eine, die demnächst eine Konfirmation hat. Ich glaube, den kriegt sie rein. Okay, jetzt kommen wir zu Nikolaus und da haben wir eine Handcreme drin. Das finde ich ein bisschen nicht so geil, muss ich gestehen. Von Terra Naturi, das ist ja die Naturkosmetikmarke von Müller. Interessant. Flower Me Handcreme, Bio-Kornblumenextrakt, normale bis trockene Haut. Ich meine, wenn das ein Shop ist, wo man Müller-Produkte online bestellen kann, dann weiß ich jetzt, wo ich demnächst Müller-Produkte einkaufen werde. Weil ich habe immer gesagt, ich komme nie zu einem Müller. Haben wir nämlich nicht bei uns in der Gegend. Und das ist, also ich muss da schon eine Weile hinfahren. Wir haben einen quasi in der Gegend. Aber dann muss ich lange hinfahren. Dann muss ich da Parkgebühren zahlen und so ein Kram. Alles ein bisschen nervig. Deswegen komme ich da halt einfach nicht hin. Und ja, aber das fände ich mal richtig geil. Und da werde ich auch mal gucken, ob die dort auch die, ja, die ganzen dekorativen Geschichten haben, die es so im Müller gibt. Fände ich ja geil. Aber eine Handcreme in der 6 fetzt nicht, oder? In der 7 haben wir was von Cadea Vera. Die Tonerdemaske. Klare, feinporige Haut, Teebaumöl und weiße Tonerde. Das ist auch süß. Ne? Da haben wir so ein Zweier-Sachet. Coole Geschichte. Ne, das finde ich echt nett. Ach cool, die 8 macht, dass es kracht mit 2 Produkten. Und zwar haben wir von L'Vital Color and Glanz, 100% recyceltes Plastik. Es ist übrigens Farbschutz-Pflegeshampoo, koloriertes oder gestrenntes Haar. Da haben wir 50 ml von dem Shampoo drin. Und ja, weil das natürlich nicht ausreicht, haben wir hier noch die entsprechende Spülung mit dabei. Auch da 50 ml. Das mag ich. Ne? Das finde ich wirklich toll, dass da auch nachgedacht worden ist und man beides zusammen reingepackt hat.
In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Haarprodukt freuen, und zwar von Aveo Styling Factory Schneewittchen Spiegelglanz Glanzspray für deinen glänzenden Auftritt. Das ist witzig. 100 ml haben wir hier drin. Ich persönlich verwende sowas nicht. Vielleicht sollte ich das mal verwenden, damit meine Haare nicht so matt aussehen, ne? Ja gut, ich bin jetzt ja auch schon den ganzen Tag irgendwie am Filmen und so weiter, und dann sagen die Haare auch irgendwann Ciao, Kakao. Einfach mal so reinsprühen. Weiß ich nicht. Und dann so. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es erstmal nur nass aus. Aber wir müssen mal schauen. Vielleicht wird das ja richtig hübsch, ne? Glitzert das? Oh, meine Hand glitzert auf jeden Fall. Wow. Ich sehe es. Muss nur trocknen. Ich lasse es hier stehen. Dann kann ich das wirklich immer, wenn ich, ne, hier sitze, verwenden, und dann habe ich wieder schöne Haare. Ja, gut, ne? In der Nummer 10 haben wir Blasenpflaster drin. Ich habe eben noch einen anderen Adventskalender ausgepackt und Blasenpflaster ausgepackt und da auch gesagt, dass heute Morgen mein Freund bei mir ankam. Ja, ich drehe heute ziemlich viele. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwie vor einer Woche das schon mal gesagt habe. Egal. Ja, mein Freund kam an und sagte, er hätte sich jetzt eine Blase gelaufen. Da hätte er sowas echt gebrauchen können, ne? Ja, zur Vorbeugung von Blasenschmerz und Drucklinderung, hautfreundlich, läuft. Zweimal Small, zweimal Medium und zweimal Large. Also 6 Stück sind hier drin. Das ist theoretisch, also, ne, es ist echt klasse. Ich brauche sowas aber eigentlich nicht in Adventskalendern. In der Nummer 11 haben wir so ein Vieh von Vandini drin, was ich cool finde. Das ist so ein Drei-Phasen-Ding. Erstmal hast du ein Anti-Stress-Micellenwaschgel mit Hamamelis für sensible und irritierte Haut. Dann eine hautberuhigende Maske mit Hamamelis und dann ein Anti-Stress-Serum mit Hyaluron. Und ja, sowas kann man dann schön verwenden, wenn man seiner Haut einfach mal so eine Art Kur gönnen möchte oder ein Tagesschönheits-Kabäm-Gedönsen. Also wir haben echt viele von diesen Masken und so weiter hier drin, ne? In der 12 haben wir jetzt auch wieder von Sanssouci eine Maske mit dabei. Moisture-Holic Fließmaske, das ist natürlich auch süß, ne? Jo, haben wir eine Tuchmaske, das ist eine Einmalanwendung. Ist per se ja ganz schön, ne? Dass man hier relativ viele Einmalanwendungen drin hat, ist natürlich so, ne? Du kannst es nicht über einen gewissen langen Zeitraum dann ausprobieren. Aber irgendwie ist es auch schön, weil man jeden Tag dann sich was gönnt. In der 13 haben wir ein kleines dekoratives Kosmetikprodukt drin. Es fühlt sich an wie der Müller Adventskalender, oder? Ich glaube, so nenne ich auch den Titel. Catrice Liquid Liner Matte Dating Joe Black ist hier die Farbbezeichnung, auch sehr geil. Ich glaube aber, dass es ein Dip Eyeliner ist. Damit komme ich persönlich einfach nicht so gut klar. Aber das ist ja immer eine Präferenzgeschichte. Es gibt Leute, die stehen halt total auf Kohl-Kajal-Stifte. Ich bin so ein Filz-Eyeliner-Mensch. Ja, das ist ein Dipfi. Und ja. Genau, deswegen, ne, wird er auf jeden Fall weiter wandern. Aber schön, dass hier nicht ein klassischer Kohl-Kajal drin ist. Oh, die Nummer 14 ist separat eingepackt. Hier haben wir wahrscheinlich was ganz was Feines drin. Das ist Pflanzenkosmetik von Müller. Sanddorn Gesichtsöl, glättend und vitalisierend. 30 ml. Ich mag gerne Gesichtsöle jetzt Richtung Winter, weil meine Haut da sehr trocken ist. Ich muss aber auch gestehen, dass ich solche Öle super gerne für meine Hubis und für meine Mumu verwende, weil da habe ich ja auch immer separate Öle, ne? Und ich glaube, auch genau da wird das hier verwendet werden. In der Nummer 15 haben wir etwas, um unser Make-up runterzunehmen, und zwar von Garnier, so ein Klassiker, Augen-Make-up-Entferner 2-in-1, reinigt intensiv, pflegt die Wimpern, das ist natürlich schön, 125 ml sind hier drin enthalten. Ich persönlich meckere hier ganz schön viel rum, mag nie so gerne solche Zwei-Phasen-Dinger. Ich mache zwar Double-Cleansing, aber nicht auf diese Art und Weise, ne? Also ich kriege es am besten runter mit einem Reinigungsbalsam und danach halt dann mit einem generellen Schaumcleanser oder sowas in der Dusche. Ja, mit sowas komme ich einfach nicht so wirklich klar. Auch wenn es die Wimpern pflegen soll, ich verliere durch sowas trotzdem noch mehr Wimpern. Auch die Nummer 16 stellt sich sehr edel dar. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich liebe es ja, wenn wir in Adventskalendern Lidschattenpaletten drin haben. Auch wenn das welche sind, wo ich sage, na, die verwende ich jetzt nicht, weil die mir zu basic ist, so wie auch bei dieser hier. Aber trotzdem, das ist von Terra Naturi Naturkosmetik eine Eyeshadow-Palette in der Farbe 03, Copper in Crime. Ja, eine sehr, sehr schöne Alltagspalette. Töne, die man halt auch einfach generell verwenden kann, wenn man sich einfach nur so für den Tag schminkt, ne? Ja, wir haben so einen öseligen Applikator auch noch mit drin, den hätte man sich sparen können. Trotzdem finde ich es echt geil, dass wir hier eine Lidschattenpalette drin haben. Also ohne Witz jetzt, ne? Pinzetten sind doch das Füllprodukt in 2021, oder? Ja, jetzt in der 17 habe ich nämlich eine Pinzette drin von Body & Soul, die bei Pfeilring, okay, einfach eine Pinzette. Die ist jetzt nicht sonderlich weihnachtlich oder so, aber die Sache bei Pinzetten ist halt einfach, dass ich mich da tierisch drüber freue, weil
sowohl ich halt überall meine Pinzetten rumfliegen habe, als auch mein Freund und wir die trotzdem immer wieder verbummeln. Also von daher, mega. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. In der Nummer 18 haben wir was ganz Witziges drin oder was ganz, weiß nicht, wie ich das nennen soll. Cool, dass es immer mehr im Kommen ist. Und zwar ist es eine feste Gesichtsreinigung von Nivea. Magic Bar Sensitive Traubenkernöl, parfümfrei, 99% natürlichen Ursprungs, pH-Balance, 75 Gramm. Finde ich wirklich geil. 0% Plastik, 0% Seife. Und mit sowas kommst du tatsächlich auch ein bisschen länger hin als mit einer normalen Gesichtsreinigung, sage ich jetzt einfach mal. Und hier haben wir dann so ein Seifenstück drin. Und ja, das kann man dann einfach verwenden, um sein Gesicht damit halt zu reinigen. Und finde ich geil. Finde ich richtig geil. Ist natürlich auch, riecht noch nichts, ne? Für die Adventskalenderpacker ein bisschen einfacher, sowas einzupacken, als halt zum Beispiel, schau, sowas, ne? Also das muss man halt auch sagen. Eine Win-Win-Situation. Ja, auch so ein Lippenpflegevieh darf nicht fehlen. Das ist Prebiotic and Organic Lip Balm Sensitive, ich weiß nicht, Hands-on Veggies, ne? So heißt auch die Marke. 7 Gramm haben wir hier drin. Ja. Das ist ein Lippenpflegestift. Kann man sehr gut jetzt gebrauchen, wenn es ein bisschen kälter wird und die Heizungsluft uns halt so ein bisschen in die Knie zwängt. Und in meinem ist ein Loch drin. Wie kann das denn? Das ist ja verrückt, ne? Ich habe ein Loch in meinem Lippenpflegestift. Ja, okay, läuft. Das kann man dann von hier unten einfach hochdrücken und dann drückt man das Produkt hoch, genauso wie auch bei diesen festen Deos und so. Und ja, schön. In der 20 haben wir eine Augencreme drin, oder? Ja, eine straffende Augencreme mit Bio-Edelweiß, Alpin PR, Age und Lipidkomplex Beauty Protect, anspruchsvolle Augenpartie von Nature. Okay, sagt mir nichts, ist wahrscheinlich halt auch wieder so eine Müller-Marke. 15 Milliliter haben wir hier drin und da sind Berge abgebildet. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, weil das, ne, jetzt geht das Licht ein bisschen runter. Vielleicht sieht man die Berge so ein bisschen. Ich drehe es jetzt mal so. Das ist schon geil, ne? Also das Packaging gefällt mir. Das ist schon mal sehr ansprechend. Oh, und das ist ein Glastiegel, glaube ich. Nee, das ist Hartplastik. Das ist kein Glas. Schaut so aus. Also auf jeden Fall sehr ansprechend, muss ich sagen. In der Nummer 21 haben wir wieder dekorative Kosmetik drin. Das hier ist von L'Oréal Paris Waterproof Volume Voluminous mit Ceramid Air. Volumen mal 4, extra dichte Wimpern ohne zu verkleben. Hä, die habe ich ja noch nie gesehen. Gut, sie ist jetzt leider wasserfest, ne? Ich mag keine wasserfesten Mascaras, deswegen wird die jetzt nicht bei mir bleiben. Das ist ein bisschen blöd. Wäre die jetzt nicht wasserfest, hätte ich die behalten und würde die ausprobieren. Das ist schade. Die sind schwarz, also nicht von der Verpackung ablenken lassen. Die kenne ich gar nicht. Kräftig mit Ceramid. Oh Mann. Aber, ne, also wasserfeste Mascara abzuschminken ist bei mir halt echt ein Graus. Da fliegen mir so viele Lippen aus, genau. Wimpern aus. Das macht einfach keine Freude. Deswegen schade Schokolade. Hier haben wir noch mehr dekorative Kosmetik drin. Der Wahnsinn von NYX. Shine Loud Magic Maker ist die Farbe. Ja, glaube ich, dass die Farbe Magic Maker ist, denn ich hatte genau den schon mal. Das ist auch ein recht neues Produkt von NYX. Das haben die dieses Jahr erst rausgebracht. Da verwendet man erst den Liquid Lipstick, um sich so eine Art Lip Lack drauf zu geben. Und dann gibt man zum Versiegeln nochmal diese Versiegelungsgeschichte drüber. Funktioniert bei mir nicht, weil ich halt super trockene Lippen habe. Das krümelt halt wie Sau. Aber eine geile Farbe. Also das war halt auch echt super schön. Mochte ich eigentlich gerne leiden, aber wie gesagt, krümelt. Auch der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember, haut nochmal einen raus. Oh geil, wir haben hier einen Nagellack von Essie drin. Den habe ich auch schon. Fairy Taylor ist die Farbbezeichnung und das ist einer von diesen gedrehten. Oh, wie schön, ne? Und den kann man sich dann halt entweder in einer dünnen Schicht auf die Nägel geben, wenn man halt so einen Hauch von haben möchte. Oder du kannst dir 2-3 Schichten davon drauf machen. Dann hast du halt so einen richtigen Gelnagel-Effekt quasi. Also richtig, richtig cool. Finde ich schön, dass der in der 23 drin ist. Mega. Das ist jetzt natürlich, einerseits ist es blöd, weil es ist einfach ein popliger Gutschein hier drin, den ich jetzt gerade nicht so zeigen kann. Hier ist einfach so ein popliger Gutschein in der 24 drin. Andererseits ist es ein Gutschein über 20 Euro bei einem Mindestbestellwert von 30 Euro, was vollkommen klar geht, der bis zum 31.12.2022 eingelöst werden kann. Und ich wollte ja sowieso den Rabattshop, oh Gott, Claudia reden, den Online-Shop mal ausprobieren. Also von daher für mich ist es wirklich sinnvoll. Aber irgendwie finde ich das nicht so geil, dass in der 24 einfach nur ein Rabatt drin ist, ne? Ja, kommen wir zum Fazit des Adventskalenders.
Wie erhofft, haben wir tatsächlich hier super viele Produkte drin, die jetzt nicht unbedingt super hochpreisig sind, aber sie sind brauchbar. Es sind Produkte, wo ich tatsächlich auch Bock drauf hätte, den Adventskalender im Advent zu öffnen und die Produkte zu verwenden. Da muss ich wirklich sagen. Also das ein oder andere Produkt, wo ich gesagt habe, naja, also die Mascara und halt der Lippenstift und so, ne, das ist halt eine persönliche Präferenz, was soll ich sagen. Da kann der Adventskalender nichts für, ne? Deswegen muss ich mal aus dem Bauch heraus sprechen für jemanden, die halt nicht so ein Job hat wie ich hier, sondern die halt ganz regulär diesen Adventskalender öffnet, die wird sich da auf jeden Fall drüber freuen. Hart, wirklich. 65 Tacken ist meiner Meinung nach ein bisschen überteuert für den Adventskalender. Bin ich auch ehrlich, da hätte ich eher angesetzt, keine Ahnung, 50 €, ne? Weil wenn ich das vergleiche mit anderen Adventskalendern von Firmen, die, also mit einem Rossmann Adventskalender, also Isana oder mit einem Balea Adventskalender, klar, da sind halt nicht auch noch andere Marken drin enthalten, aber wenn man das halt so vergleicht, ist 50 € schon das Maximum, was man hier eigentlich hätte veranschlagen sollen, meine Meinung. Schreibt mir aber gerne auch eure Meinung unten in die Kommentare. Können wir uns gerne mal austauschen. Ich finde es auf jeden Fall für mich persönlich spektakulär, dass ich hier so ein paar Produkte auch von Müller ausprobieren kann. Und ja, tatsächlich freue ich mich auch über den Inhalt, ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!